Entschuldigung, aber zu diesem Thema wie auch zu anderen Themen ist es nicht so, dass TTIP den bestehenden gesetzlichen Besitzstand der EU aushebeln oder unterhöhlen. Ja. Das ist nicht möglich. Das behaupte ich auch nicht. Ja, das kann man nicht machen. Das ist richtig. Frau Henkel, Sie hatten sich kurz gemeldet. Mikro. Sie sagten da eben so schwungvoll, die öffentliche Daseinsvorsorge stünde nicht zur Debatte. Da ist es aber eigentlich schon drin, es gibt das her. Und kürzlich bei einer anderen Veranstaltung in der Landesvertretung Bremen sagte ein Kollege von Ihnen aus dem Wirtschaftsministerium, sagte er auch, unsere Standards stünden nicht zur Verhandlung. Und dann, als die Frage darauf kam, warum steht es denn überhaupt im Mandat, war dann die Antwort, naja, also wenn wir von vornherein alles ausschließen, dann brauchen wir auch nicht zu verhandeln. Es gibt auf beiden Seiten massive Interessen an bestimmten Dingen. Und so wie die EU ein massives Interesse daran hat, das öffentliche Beschaffungswesen in der EU, in den USA zugänglicher zu machen für europäische Unternehmen, da gibt es dort viele Local Content Clauses zum Beispiel, die regionale Unternehmen versuchen zu fördern. So gibt es auch massive Interessen auf der Seite der USA. Und wenn man selber etwas erreichen will, dann muss man Kompromisse machen auf der eigenen Seite. Und insofern sind diese Zusagen, Entschuldigung, dass bestimmte Sachen nicht zur Verhandlung stehen, für mich nicht glaubhaft. Das ist noch auf Ihre Frage der gegenseitigen Anerkennung, auch wenn von Ihnen keiner dazu gefragt hat. Denn die ist meiner Ansicht nach eben noch nicht so richtig klar beantwortet worden. Gegenseitige Anerkennung, das war ein Mechanismus, auf den ich mich eben nicht bezogen habe, bedeutet, dass man im Prinzip die Standards auf beiden Seiten so lässt, wie sie sind, aber dass man Waren, die zum Standard der anderen Seite produziert worden sind, hereinlässt, als ob sie den eigenen Standards genügte. Und das heißt natürlich auch, das ist sicherlich in vielen Bereichen sehr viel wahrscheinlicher, sehr viel realistischer, als unsere Standards zu harmonisieren. De facto heißt das aber, wir erlauben den Import von Produkten, die nicht zu unseren Standards produziert worden sind. Und es gibt eine Wettbewerbsverzerrung für Unternehmen, die hier produzieren. Und dann können Sie sich ausrechnen, wie lange das umstehen werden wird. Das heißt es aber leider nicht. Denn es wird ein umfassender Äquivalenztest durchgeführt, wo nämlich geschaut wird, ob die Standards tatsächlich zum selben Ergebnis führen. Also ich habe noch das große Bedürfnis, etwas Grundsätzliches zum Thema Liberalisierung zu sagen, weil die Semantik ist das Problem dabei. Liberalisierung hat einen guten Beiklang, weil Liberalismus hat in der deutschen Tradition etwas mit Gleichheit zu tun. Die Urliberalen waren die Sozialdemokraten, das darf man nicht vergessen, die Freiheit durch Gleichheit errungen haben. Und seit Kant wissen wir, dass Freiheit zur Voraussetzung hat, die Verantwortung. Und es geht bei dieser Liberalisierung ja nicht darum, dass wir sozusagen die Verantwortung ausprägen, sondern es geht genau ums Gegenteil, es geht um Deregulierung. Und deswegen warne ich davor, in dieser Debatte über Freihandelsabkommen von Liberalisierung zu sprechen. Es ist eine Entverantwortlichung auf breiter Front. Was das bedeutet, kann man in den Finanzmärkten sehen. Und ich erinnere daran, dass Deutschland die Marktwirtschaft bekommen hat, 1948, mit der Überlegung, dass es uns so dreckig geht, dass wir eine Wirtschaftsordnung brauchen, die mit einem Minimum an Moral auskommt, weil nämlich das Fressen damals vor der Moral kam. Und deswegen haben wir die Entscheidung für die Marktwirtschaft und daraus resultierte eine brutale Regulierung. Das war die soziale Marktwirtschaft. Man wusste, dass die Märkte die Demokratien in 0,nix ruinieren, wenn man sie nicht einhegt und Verantwortungsstrukturen schafft, die durchschlagend sind. Wenn das Gender-Prinzip gilt, dann war ich so. Sehr gut.
versuche es einfach kurz zu fragen. Und zwar habe ich auch schon verschiedene Veranstaltungen besucht, und immer gesagt wurde von den Vertretern pro TTIP, wir müssen den Begriff indirekte Enteignung definieren. Das haben Sie als Vertreter der Industrie eben auch wieder gesagt. Das ist so ein Klassiker scheinbar in Diskussionen. Und da habe ich die Frage, Sie blicken ja immer nur von der Enteignungsgefahr des Investors aus. Ich blicke aber aus der anderen Richtung. Ich werde hier enteignet, uns alle Bürger Europas, weil dem Investor etwas zugesprochen wird, nämlich entgangene Gewinne, die ich bezahlen muss. Eine Rechtsfigur in diesen Verhandlungen, also unser Interesse, das Öffentliche, überhaupt als Rechtsposition zu verhandeln.